Damit moinsen, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Heute bauen wir mal wieder was aus Star Wars. Und zwar aus Rückkehr der Jedi-Ritter, das Shuttle Lambda. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit ihr die grobe Form schon so ein bisschen erkennen könnt, ja. Das Shuttle Lambda ist ja quasi so eine Transportfähre. Die sieht man am Anfang von Rückkehr der Jedi-Ritter, wie der Darth Vader ankommt auf dem Todesstern, auf dem neuen. Da fliegt er in dieser Fähre mit und auch der Imperator Palpatine fliegt in dieser Fähre, wird damit von A nach B transportiert, auf kurzen Strecken quasi. Und ja, das ist quasi jetzt das Ziel, das zu bauen. Das Cockpit habe ich hier schon fertiggestellt, so ein bisschen, ja, zumindest. Also das ist halt nicht so einfach, weil das Cockpit ist halt abgeschrägt und so eine Abschrägung kriegt man ja nur hin, indem man, ja, die Sachen auf Drehgelenke setzt, ja, beziehungsweise das Ganze dann mit Controllern verbindet. Und ja, das habe ich hier eingestellt, an diesem Controller habe ich ein paar der Drehungen eingestellt, könnt ihr hier sehen. Und das ist jetzt erstmal so grob das Cockpit. Wir können auch gleich mal eigentlich den Pilotensitz platzieren. So. Das ist ja vorne im Cockpit beim Shuttle Lambda sind ja quasi vier Sitze gewesen, ja. Also der Pilotensitz, auf dem Hahn gesessen hat, war der eigentlich links oder rechts? Das ist schon mal die erste Frage. Hat Hahn links oder rechts gesessen? Ich glaube, Hahn hat links gesessen. Daneben gab es einfach nur einen Co-Pilotensitz. Und da war Shui drauf, da hat Shui drauf gesessen. Da fehlt noch ein bisschen Holz. Ja, da fehlen noch zwei Reihen. So. Ach, ist das schön mit der neuen Maus. Jetzt kann ich auch endlich vernünftig steuern. Genau. Hier ist Shuis Platz. Co-Pilot Chewbacca. Und dahinter haben Luke und Leia gesessen. Und noch so ein paar Rebellen, glaube ich, hat man auch im Hintergrund gesehen. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr so sicher. Ich habe Rückkehr der Jedi-Ritter schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich mal wieder sehen. Muss ich mir mal wieder angucken. Ich glaube aber, die haben so... hier. Und hier gesessen. Ja, das ist, glaube ich, sogar die Perspektive, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, beim Shuttle Lambda. Genau, und das Besondere, oder die weiteren Besonderheiten beim Shuttle Lambda sind halt, deshalb heißt das Shuttle auch so, weil das so diese Form von dem Lambda-Symbol hat, der Flügel, der oben ist, und die zwei Flügel, die quasi hochgeklappt werden können, links und rechts, die dann so sehr gerade nach unten gehen. Was heißt sehr gerade? Sie haben schon einen Winkel, aber die gehen halt sehr gerade nach unten, wenn sie ausgefahren sind. Und das ist natürlich nicht so einfach, das zu bauen. Also ich werde das wahrscheinlich so machen. Ich kann das mal kurz erklären. Hier habe ich schon Drehgelenke angebracht. Hier an diesen Drehgelenken wird quasi ja das Drehelement befestigt. Und da wird das Drehmoment befestigt, was die Flügel quasi rotiert. Ja. Hier kann ich gleich noch das andere setzen, genau. Und ja, ich habe als Bauteile vor allem Holz verwendet und diese Lüftungsschachtteile, die sind nämlich lightweight und auch das Holz ist lightweight, denn das Ganze ist natürlich ziemlich groß. Also diese Konstruktion ist wahrscheinlich so von den Raumschiffen her oder von den Fluggeräten her das größte, was ich bisher gebaut habe. Und das ist dann natürlich... ja, das ist dann so eine Sache, das dann auch noch in die Luft zu kriegen, weil das Ganze soll auch abheben. Ja, ich will dann irgendwann noch Düsen platzieren und das Ganze soll fliegen können. Ja, das wird auch noch so ein Eck, das dann steuerbar zu machen. Und diesmal soll es halt wirklich auch gut steuerbar sein. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann hinkriege. Mal schauen. Und wie gesagt, es soll auch noch Landestützen haben, die ausfahrbar sind. Genau wie man das im Film halt gesehen hat. Die sollen dann... quasi so hier in dem Bereich soll es die dann geben, die sollen dann ausfahren können, damit das Ding auch landen kann. Und genau, hier in dem Bereich, quasi unterm Cockpit, wenn ich mich mal kurz ducke, hier in dem Bereich im Cockpit soll es auch eine Rampe geben, die wird sich hier befinden, die runtergefahren werden kann. Ja, weil der Darth Vader, der kommt ja quasi, ich sag immer, aus dem Mund rausgelaufen, ja, das ist immer dann so ein Mund, der aufgeht unten und da kommt er dann rausgelaufen, ja, und das möchte ich unbedingt auch haben,
Auf jeden Fall, das ist eine der wichtigsten Funktionalitäten bei diesem Shuttle. So, aber eine andere Sache, die auch noch ganz wichtig ist und die ich auch gerade sehe, hier an der Stelle ist noch eine Wand, die schräg ist und die müssen wir natürlich auch anbringen. So, und dann machen wir das so, ne? Wir machen wieder ein Drehgelenk, weil das geht wieder nur mit schrägen. Das muss eine schräge Wand sein. Ist im Film auch so, beziehungsweise im Original. Unten ist es leicht abgeschrägt. Und ich habe mir auch Originalbilder dazu bereitgelegt und ich habe auch noch von früher ein kleines Spielzeugmodell von dem Shuttle. Das habe ich mir quasi so als Referenz genommen, damit ich so ungefähr, ich meine, bei Scrap Mechanic ist es ja eh schwer, das alles so wirklich 100% nachzubauen, aber damit es wenigstens so ungefähr passt, ja, habe ich das Ganze dann als Referenz rangezogen. Und ja, das geht dann auch ganz gut. Weil man muss ja ungefähr wissen, wie man das dann bauen muss, ne? Weil aus dem Kopf bauen, das ist ein bisschen schwierig. Selbst wenn man Fan ist, aber aus dem Kopf das alles zu bauen, das ist fast unmöglich. Es muss auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, was eigentlich fast noch wichtiger ist, als das so originalgetreu wie möglich hinzukriegen, ist, dass man es halbwegs originalgetreu hinbekommt und gleichzeitig auch funktionell macht. Also so, dass es auch funktioniert. Also, dass es fliegen kann, dass die ganzen Rotationen funktionieren. Genau, der Controller hier zum Beispiel, der kann jetzt keine Rotationen mehr aufnehmen. Der ist jetzt schon maximal bestückt. Das hier ist die Rotation 6. Das heißt, diese Rotation hier muss ich genauso einstellen wie die Rotation 6 an diesem Controller. So, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Haha, okay, Moment. Da muss ich mal gerade hier nochmal was weglöschen, damit ich hier wieder rauskomme. So. Und das machen wir jetzt so. So. Und so wieder zu. Huch. Blablabla. So. Wo war jetzt der Controller? Genau, das war der hier, genau, da habe ich das dann angeschlossen, alles, was an den anderen nicht mehr ranpasste. Ah ja, das trifft sich ja gut, das ist auch Rotation 6. Alles klar, dann muss ich jetzt mal bei dem Controller hier vorne gucken, wie Rotation 6 eingestellt war. 30 Grad. Gut, dann machen wir das gleiche jetzt auch hier analog bei Rotation 6. Ah, jetzt habe ich Shift gedrückt gehalten. Ja, das ist auch ein cooler Tipp, den ich von euch bekommen habe. Wenn ich Shift gedrückt halte, kann ich quasi einzelne Gradzahlen bei den Rotationen einstellen. Das ist auch sehr wichtig. Cooler Tipp. Vielen Dank dafür. Aber wir wollen hier 30 Grad haben, genau. Jetzt muss ich mal schauen, ist das jetzt in die richtige Richtung rotiert? Huch, ich hänge fest. Ich hänge im Cockpit. Im Seitenfenster. Nee, es ist falsch. Das müssen wir invertieren. So. Jetzt passt das auch. Haben wir die Lücke auch gestopft. Und ich sehe auch gerade diese Begrenzung hier, die muss ich noch ein bisschen erhöhen. Die ist noch zu niedrig. Sonst kann man ja da reingucken, ja. Das soll ja schon wenigstens den Eindruck erwecken von außen, als wenn es so halbwegs luftdicht wäre. Weil so ein Raumschiff, ja, das hat ja keine Lücken oder so. Das ist ja eigentlich luftdicht normalerweise. Und ja, das soll wenigstens so danach aussehen, so ein bisschen. So. Wenigstens auf den ersten Blick. Was auch nicht leicht ist, muss man mal sagen. Also, dadurch, dass halt so viele Schrägen drin vorkommen, ergeben sich automatisch viele Löcher in der Konstruktion. Das ist leider so. So. Aber so sieht das von außen doch eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Scheiben gibt es ja noch nicht. Also es gibt noch keine Glasplatten, die man einbauen kann. Sonst hätte ich hier das schon irgendwie gemacht, dass ich hier noch eine Glasplatte rübergezogen hätte. Aber man kann ja momentan halt nur, ja, diese Dinger hier platzieren, solche Gates, solche ja, Lüftungsschächte sind das ja eigentlich eher. Es wird zwar als Window bezeichnet, aber es ist ja eigentlich mehr ein Lüftungsschacht als alles andere. Und wir sehen auch gerade, ja, der Pilotensitz wäre dafür zum Beispiel schon zu weit vorne. Und die sind, glaube ich, auch Heavyweights, ne? Die sind Heavyweights, ja. Bringt nichts, ich möchte möglichst es vermeiden, Heavyweight-Teile zu benutzen. Die einzigen Heavyweight-Teile, die ich jetzt benutzt habe, sind, glaube ich, die... Oh, selbst die Large Tanks sind Lightweight. Guckt mal. Selbst diese großen Zylinder hier sind nur Lightweight-Teile. Also ich will wirklich das Ganze so leicht wie möglich bauen. Wie gesagt, das ist ein sehr großes Problem, wenn man das Ganze insgesamt zu schwer baut, wenn man zu viele Metallteile benutzt, dann muss man so viele Düsen platzieren, dass das Ganze dann extrem kompliziert wird. Und je leichter das Ganze ist, desto weniger Düsen muss man verwenden, desto einfacher wird es, auch so ein großes Gefährt in die Luft zu erheben. Ja. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich werde jetzt am besten mal
die Flügel versuchen. Da fange ich mal an einer Seite an. Den Lift benutze ich übrigens hier nicht zum Bauen, weil wenn ich den Lift jetzt setzen würde, würden sich diese ganzen Rotationen gerade ausrichten und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die so ausgerichtet bleiben, wie sie gerade sind. Ja, damit da nicht irgendwas passiert, damit die nicht irgendwie auseinanderlaufen oder so. Und genau, wir machen das jetzt so, dass ich hier drauf hüpfe und dann kann ich nämlich auf den Lift gehen und kann den Lift benutzen, um dann oben den Flügel nach oben zu ziehen. So, dala, so, dala, so, dala. Jetzt ist nur die Frage, jetzt hängt das Ding hier schlaff runter. Wie soll ich den hier benutzen? Wie viele kann der eigentlich noch? Wie viele Rotationen? 10 können sie, 4 kann er noch. Ja, dann könnte man hier theoretisch die Rotation für die zwei Flügel noch anschließen. Und theoretisch auch noch die Rotation für die Landestützen auch noch randengeln. Dann machen wir das doch mal. Ist zu weit weg. Jetzt. Genau. Jetzt ist es gerade nach oben ausgerichtet. Das ist auch gut. Denn die Ausgangsposition, habe ich festgestellt, ist immer mit die stabilste Position. Die eingedrehte Position ist so ein bisschen instabiler. Deshalb ist das, passt das eigentlich ganz gut. So. Hochfahren. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Machen wir das mal so. Genau, und wenn das Ganze jetzt runterfährt, bewegt es sich entlang, genau, so wie das beim Lambda-Shuttle halt ist, entlang der Dreh, oder wie sagt man, des Halbkreises, weil das ist ja am Rand vom Shuttle Lambda, ist so ein leichter Halbkreis. Das wollte ich auch unbedingt erhalten, das ist eins von diesen feinen, aber wichtigen Merkmalen, ja, an diesem Gefährt. So, dann ziehen wir mal hier den Balken. Huch, nicht so. Ziehen wir mal hier den Balken quer nach vorne. Ein bisschen mit Abstand, damit es sich nicht verhaken kann bei der Drehung. Sollte das klappen, dass man hier unten auch noch Blöcke setzen kann und die Drehung trotzdem hinkriegen, werde ich das noch nachträglich einfügen. Aber erstmal fürs Erste ein bisschen Abstand herstellen ist nicht schlecht. So, dann machen wir das mal so. Und jetzt ist es ja so, beim Lambda-Shuttle, dass die Flügel so ein bisschen angeschrägt sind. Die sind vorne, hier vorne im Prinzip so ein bisschen, ja, nach hinten abgeschrägt. Und hinten sind sie gerade. Jetzt muss ich nochmal gerade schauen, wie weit geht das Shuttle noch nach hinten. Das ist so die entscheidende Frage. Ja, ungefähr noch 2 von diesen Segmenten geht es noch nach hinten. Jetzt die Frage, wo fange ich da an? Weil von vorne kann ich jetzt nicht anfangen. Die Tanks hier, die snappen vorne an, also hier an der Stelle. Wenn ich die jetzt aber hier ansnappe, um diese Reihe hier fortzusetzen, dann habe ich das Problem, dass die sich mitdrehen. Und das sollen sie nicht. Die sollen gerade sein. Obwohl, eigentlich wäre das sogar gar kein Problem, wenn die sich mitdrehen würden. Lass mal sie mal mitdrehen. Wählen wir sie mal aus. Large Tank. So. Dann dengeln wir die da dran, genau. So. 1, 2. Dann setzen wir einen Abstandsblock dazwischen, würde ich sagen. Wo ist er? Ja, hier am Beifahrersitz brauchen wir gerade eh nicht. Na, wartet mal, das können wir eigentlich auch so machen. Ja. So machen wir das. Und jetzt noch einmal. 1, 2, 3. Genau, jetzt dreht sich quasi dieser ganze hintere Teil mit, wenn der Flügel rumschwenkt. Ist an sich gar nicht so verkehrt, ja. Der Abstand hier vorne stimmt auch beim Flügel. Ah, ich sehe noch was anderes. Ich sehe gerade noch was anderes. Aber das ist an sich kein großes Problem, denn der Flügel ist unten nochmal so leicht angeschrägt. Es ergibt jetzt vielleicht gerade keinen Sinn, wenn ich das sage. Wenn ich aber hier die Drehung einstelle, wird es vielleicht klar. So,
So. Falsche Richtung. Der Flügel ist nämlich tatsächlich so leicht angekippt in diese Richtung. Geht dann hier so ein bisschen hoch und dann nach innen läuft er dann. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Merkmal. Ja, das müssen wir auch unbedingt erhalten. Jetzt muss ich nochmal schauen. Genau, der Flügel geht so und dann so. Ist das auch der richtige Winkel? Kann sogar ein bisschen mehr noch sein. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt glaube ich 15 Grad oder so eingestellt. Ne, 10 Grad, es können echt 15 Grad sein. Aber da sieht man mal, wie filigran das ist. Wie fein diese Abstufungen sind. Und wie präzise man das eigentlich alles bauen kann. Das ist schon ziemlich cool. Genau. So, jetzt probiere ich das mal, wie das ist, wenn ich hier unten... Guck mal, der Abstand müsste eigentlich passen. Ich mache da mal noch Blöcke hin. Das müsste eigentlich gehen, da unten noch Blöcke zu setzen. So. Genau, jetzt machen wir nämlich die Abrundung. Machen wir hier unten hin. Und dann machen wir das nämlich so. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir hier nochmal eine Schräge drin. Also quasi eine, die jetzt nach da oben geht. Das heißt, wir brauchen hier an der Stelle nochmal ein Drehgelenk. Okay, dann können wir die Drehung von den Stützen nicht an den gleichen Controller ranmachen, weil hier im Prinzip brauchen wir pro Flügel schon mal zwei Rotationsachsen, die wir alle über den einen Controller laufen lassen müssen. So, das machen wir dann auch gleich mal. Aber ich lasse das alles über den gleichen Controller laufen. Wenn ich verschiedene nehmen würde, das wäre nicht so praktisch. Ja, dann würde ich irgendwann auch vergessen, wo die ganzen Rotationen liegen. So, genau, legen wir die mal daran. Genau, exaktamente. Und jetzt machen wir hier entsprechend nochmal 15 Grad dazu. Oder wartet mal, wir können theoretisch auch noch mehr benutzen. So, geht das schon so? Ja, wir können noch mehr. Da geht noch mehr. Da können wir locker 30 Grad benutzen. Da können wir locker eine 30 Grad Drehung verwenden. Denn die müssen schon an der Stelle so ein bisschen nach innen laufen. Quasi zum mittleren Flügel hoch. Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Ausrichtung. Das sieht genau korrekt aus. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Perfekt. So, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Ich wollte euch das jetzt mal so ein bisschen Step by Step zeigen, wie dieser Ablauf quasi ist beim Bauen. Ich werde jetzt ein bisschen was offscreen fertig machen, ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da wird dann ein bisschen mehr fertig sein als das, was ihr jetzt hier gesehen habt, weil ich muss das meiste davon natürlich offscreen bauen, weil sonst bräuchten wir irgendwie 10 Folgen, bis das Ding hier fertig ist, und das ist natürlich dann nicht so im Interesse des Erfinders. Ihr wollt ja auch ein bisschen Fortschritt sehen. Ich wollte euch aber trotzdem jetzt mal ein paar Dinge erklären, wie ich das baue und wie der Gedankengang ist dahinter und wie ich mich vorbereite und so. Und ja, dann geht's weiter in der nächsten Folge, und dann haben wir sicherlich schon auf jeden Fall die zwei Flügel außen haben wir dann auf jeden Fall fertig. Bis zur nächsten Folge, Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.